vier Punkte, wie sozusagen offizielles Grundeinkommen definiert ist, nämlich als Grundeinkommen, das ein Einkommen für alle Menschen, das erstens existenzsichernd ist und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, also geht es um die Höhe, zweitens auf einen individuellen Rechtsanspruch besteht, also nicht haushaltsbezogen, sondern der auf den einzelnen Menschen. Drittens ohne Bedürftigkeitsprüfung und viertens ohne Zwang zur Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert wird. Gerade in der Sozialversicherung und Sozialsysteme haben wir größte Komplexität. Viele verschiedene soziale Leistungen, die nicht aufeinander abgestimmt sind, komplizierte, aufwendige Antragsverfahren. Ein Mitarbeiter von einem Amt hat mir mal gesagt, dass da über 90 Töpfe existieren, wo Leute Sozialleistungen bekommen können und die meisten sind noch nicht mal den Mitarbeitern bekannt. Also da ist wirklich erheblicher Änderungsspielraum nach oben noch und sicherlich wäre ein Grundeinkommen da ein wichtiger Schritt in die Richtung mal irgendwie von der Vereinheitlichung, was ja auch aus Sicht der Betroffenen letzten Endes eigentlich eine Zumutung ist, ja, wenn man eigentlich das System nicht selber nicht mehr versteht, ja, von dem man abhängig ist. Ja, genau. Also das wäre sozusagen ein erster Schritt, dass wir sagen, verschiedene Sozialleistungen werden unter einem Dach zusammengeführt. Das Dach wäre das Grundeinkommen. Ja. Sodass man ein Antragsverfahren hat, einen Ablauf hat, einen Rechtsweg hat und eine Anlaufstelle am Ende des Tages hat für die Betroffenen. Und das wäre, denke ich mal, schon ein Riesenfortschritt, wenn wir das in Deutschland schaffen würden. Auf jeden Fall, ja. Und ich denke mal, egal welche Ausprägung eines Grundeinkommens man dann anstrebt, da müssten ja eigentlich alle, die für ein Grundeinkommen sind oder Bürgergeld oder Garantiesicherung oder wie immer das Ding heißt, müssten ja eigentlich alle sagen, ja, da arbeiten wir erstmal an der Stelle zusammen. Ist das eigentlich, was Sie vorschlagen, was Sie sagten, sprachen irgendwie von einem Gesamtkonzept? Oder das heißt, ist das als Übergangsstrategie zu verstehen eigentlich, was Sie vorschlagen? Oder ist das, oder wie ist das, welche Art von Existenzform hat das konkret? Also mir geht es konkret darum, dass wir technisch-organisatorisch jedes dieser verschiedenen Modelle, also von Hartz IV, Bürgergeld bis verschiedene Grundeinkommensmodelle, also auch bedingungslose, dass das mit einem System, einer Organisation umgesetzt werden kann. Ja. Ohne, dass es ein Riesenaufwand ist, irgendwas zu ändern. Ja? Mhm. Sondern dass die Politik tatsächlich entscheiden kann, wir wollen das, wir wollen das. Mhm. Und dann drückt einer eine Minute lang ein paar Tasten und dann ist es umgesetzt. Ja. Technisch-organisatorisch. Die Finanzierung und diese Dinge ist noch eine andere Geschichte. Aber dass ich das so gut realisiert habe, das System, auch so, oder sowas wie auch dieser Kinderbonus, den es vor kurzem gab, wegen Corona, dass ich sowas mit wenigen Eingaben regeln kann und nicht einen komplizierten Apparat in die Bewegung setze. Also, und jedes dieser verschiedenen Modelle soll, wenn die Politik sich mehrheitlich so entscheidet, soll jederzeit umgesetzt werden können. Mhm. Darum geht es mir. Also mir geht es natürlich dann auf einer politischen Ebene, geht es mir auch wieder um eine bestimmte Idee, wie man es realisiert. Aber vom Grundsatz her, von der technisch-organisatorischen Seite her, geht es mir einfach nur erstmal, dass das Gesamtkonzept sehr einfach realisierbar ist. Ja. Also ich gebe einen Betrag ein, wie hoch auch immer der ist. Ich gebe einen Anrechnungsfaktor ein, wie hoch auch immer ist. Ich kann verschiedene Bedingungen hinterlegen oder auch nicht. Zum Beispiel für Schwerbehinderung irgendeinen Zusatz. Und es ist einfach realisierbar. Aber man muss dann schon gucken, bis wohin vertragen sich die unterschiedlichen Konzepte noch. Und ab wo kommen entscheidende Weichenstellungen ins Spiel, die dann möglicherweise dazu führen könnten, dass man irgendwo landet, wo man eigentlich gar nicht hin wollte. Ja? Also das wäre mir dann der Preis für das gemeinsame Marschieren, wenn wir dann an der Stelle zu hoch, wenn ich dann letzten Endes woanders lande, als da, wo ich eigentlich hin will. Ja. Schauen wir mal einen Schritt weiter. Digitalisierung, dafür stehe ich ja auch ganz wesentlich. Ich denke mal, das wäre auch noch ein Punkt, wo man sich verständigen kann. Das Stichwort ist ja immer, die Daten sollen laufen, nicht die Bürger. Das heißt, dass wir die,
dass wir die Datentöpfe, die der Staat schon hat, dass die eben für so einen Antrag zusammengeführt werden und nicht jedes Mal mit jedem Antrag von vorne alles neu aufgerollt werden muss, obwohl der Staat es schon weiß. Ja, nehmen wir das einfachste Beispiel. Grundsicherungsantrag und Wohngeldantrag läuft auf verschiedenen Schienen und dann müssen die voneinander natürlich auch noch wissen und auch das wird dann entsprechend ausgetauscht. Aber das wäre ja viel einfacher, wenn es von Haus aus eben ein Antrag wäre und selbst wenn die Ämter noch parallel bestehen würden, die sich automatisch entsprechend austauschen würden. Natürlich immer vorausgesetzt, es gibt eine entsprechende Einverständniserklärung des Betroffenen. Ja. Also dann, da wären wir, sag ich mal, einen Schritt schon noch weiter in der Vereinfachung. Ja, wobei an der Stelle bin ich ein bisschen verwirrt, welche Bedeutung von, also Sie benutzen immer den Begriff Grundeinkommen und mir ist dann nicht mehr ganz klar, ob wir wirklich über dieselbe Sache reden, weil Grundeinkommen, so wie ich es verstehe, da braucht man keinen Antrag, weil jeder kriegt das. Und die Daten dafür liegen bereits, also wer geboren ist und am Leben ist, das ist bereits bekannt bei den Ämtern. Also da ist eigentlich kein Bedarf im Sinne von so. Genau. Also das würde nur dann ins Spiel kommen, wenn man das jetzt in irgendeiner Weise, sagen wir mal, als Übergangslösung oder das irgendwie verheiratet mit anderen Systemen, sozusagen dann in einem größeren Kontext sich das anguckt. Beispielsweise, wenn es darum geht, ja, wie versteuert man oder wie behandelt man dann Steuer. Geschichten mit diesem Grundeinkommen oder genau, so. Genau, ja. Genau. Also das ist natürlich dann, da haben wir dann ein Stück Gabelung, aber ich denke mal, das wäre dann schon der nächste Schritt, wenn wir digital alles haben, dann kann natürlich auch das Antragsverfahren automatisch laufen, beziehungsweise es gibt in dem Sinne ja dann gar keinen Antrag mehr. Das ist das Prinzip der negativen Einkommensteuer. Beim Bürgergeld, es wäre auch beim Grundeinkommen, egal wie man jetzt die Anrechnung sieht, grundsätzlich so, dass es einfach automatisch berechnet wird. Und entweder zahlt man dann Steuern oder man bekommt eben Geld. Kommen wir mal zu den Punkten, wo es dann, denke ich mal, strittig wird. Also das eine ist natürlich, es gibt mal so einen Basisbetrag. Über die Höhe kann man ja diskutieren, aber das ist ja eine sehr einfache Einstellung. Ja. Deswegen spreche ich auch immer von Grundeinkommen in nur einer Minute, weil den Betrag, das ist ein Datenfeld, da trage ich den halt entsprechend ein. Mhm. So. Aber dann kommt es natürlich darauf an, auf das Anrechnungsverfahren, wie weit verrechne ich das mit eigenem Einkommen. Ja. Ich denke mal, das ist ein Schlüsselthema, wo es auseinandergeht. Mhm. Heute ist es ja so, dass man zu ungefähr 80-90%, je nach Stufe, wird auf das eigene Einkommen angerechnet. Mhm. Also fast alles. Mhm. Ja, das heißt, heute ist es so, dass ich Arbeit eigentlich nicht rentiert für jemand, weil er sehr, sehr lange Zeit arbeiten muss oder bis ihm davon überhaupt noch was übrig bleibt. Ja. Also Zuverdienst meinen Sie jetzt genau, zu einer Sozialleistung? Ja, also selbst wenn ich jetzt sage, ich bekomme 1.000 Euro Sozialleistung insgesamt, verdiene 1.000 Euro, dann muss ich davon 900 abführen, 800-900 Größenordnung. Ja. Das rentiert sich natürlich dann relativ wenig zu arbeiten. Ja. Und dann ist es natürlich für viele günstiger, sie nehmen den unteren Freibetrag von den 100 Euro nur, arbeiten für die 100 Euro und mehr lohnt sich dann eigentlich schon nicht mehr. Ja. Also ich denke mal, und dieses Anrechnungsverfahren, da gibt es ja sehr unterschiedliche Vorstellungen. Das Bürgergeld klassischerweise sagt so 50%. Ja. Das heißt, wenn ich 1.000 Euro selber verdiene, 500 muss ich abführen, 500 behalte ich. Das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen ist 0% Anrechnung. Mhm. Ja, das heißt, ich verdiene 1.000, behalte ich die 1.000, wird es mir nicht auf die 1.000 Euro Grundeinkommen angerechnet, wenn wir jetzt mal 1.000 Euro so als Beispiel nehmen. Wenn ich da mal einhaken darf, also diese ganze Problematik, also Anrechnung, hier, ich habe ein Erwerbseinkommen oder andere Arten von Einkommen auf der anderen Seite und ich habe dann irgendwie so eine Leistung wie ein Grundeinkommen, dann ist ja grundsätzlich irgendwo an irgendeiner Stelle, ich muss es ja unter anderem finanzieren, das heißt an irgendeiner Stelle greife ich natürlich Steuergelder ab, auch und typischerweise dann auch von der Einkommenssteuer. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Möglichkeiten der Verrechnung, entweder eine synchrone oder eine asynchrone. Entweder ich mache das gleich, Stichwort negative Einkommenssteuer, indem ich das, was ich an Grundeinkommen bekomme, und verrechne mit dem,
was ich an Steuern schulde und nur der Differenzbetrag geht in die eine oder andere Richtung. Oder aber ich mache am Ende des Jahres, sagt das Finanzamt so, dass so und so viel hast du verdient oder dein Einkommen, das ist deine Einkommenssteuer und das nach einem Tarif, der eben schon berücksichtigt, dass ein Teil von diesem Steuergeld benutzt wird, um das Grundeinkommen zu finanzieren. Das heißt, natürlich habe ich dann typischerweise höhere, wenn ich so eine Einkommenssteuer mache, höhere Einkommenssteuer auf der einen Seite als ohne Grundeinkommen. Auf der anderen Seite habe ich aber sozusagen in der anderen Richtung dieses Einkommen und kann dann, wenn ich dann insgesamt das zusammenrechne, komme ich dann dazu zu einem Netto, Steuersatz mit Strich drunter, wo der dann also unteren und mittleren Einkommen trotzdem noch relativ günstig aussehen kann. Mhm. Ja, wenn man das richtig gestaltet. Das heißt, ich habe immer irgendwo diese Art von Verrechnung, nur die geht typischerweise bei dem Grundeinkommensbegriff nicht mit rein, weil das ist alles auf der Seite der Finanzierungsfragen. Und da sagt die Grundeinkommensdefinition bewusst, Da sagen wir gar nichts drüber, weil das sind dann die Unterschiede, die in den einzelnen Grundeinkommensmodellen eine Rolle spielen und mit denen dann ja auch jeweilige politische Parteien zum Beispiel unterwegs sind und dafür werben, weil das muss ja dann auch zu ihrem jeweiligen Konzept passen. Ja? Also Sie jetzt als FDP-Politiker, Sie werden mit Sicherheit dann andere Vorschläge machen, wie man das finanziert, als jemand meinetwegen von der CSU oder sonst was, wenn die mal so weit sind, ja, oder über sowas zu diskutieren. Es muss zum Programm passen. Deshalb wäre es völlig absurd, wenn man pauschal eine Definition macht, Grundeinkommen, und das muss so und so finanziert werden. Da wäre die Zustimmung nochmal wesentlich geringer, als wenn man das so offen hält, dass man nur die zentralen Punkte festlegt und ansonsten jedem politischen Akteur überlässt, wie er das sozusagen gestalten will, damit es in sein politisches Programm zum Beispiel passt. Mhm. Aber also die Finanzierung selber, die erfolgt ja aus Steuermitteln. Ja, also der Staat pauschal. Hat nichts anderes, Steuern und Abgaben. Es gibt Vorschläge, dass man das in Form von Abgaben auch gestalten kann, aber letzten Endes muss irgendwie das Geld erst einmal irgendwo eingesammelt werden. Ja. Und das sind halt typischerweise Steuern, ganz klar. Ja. Vor allem, weil man ja dann auch wiederum eine Steuerungsfunktion hat. Das heißt, man kann das ja verbinden dann, dass man nicht nur als Geldquelle es nutzt, sondern auch als Steuerungsinstrument. Mhm. Also Stichwort, dass man irgendwelche Art von Umweltverbrauchssteuern oder sonst, wo man gleichzeitig vielleicht auch noch was Positives bewirken kann. Also das ist eben auch etwas, was da völlig offen gehalten wird und sich dann eben unterscheidet bei den einzelnen politischen Akteuren, die mit ihrem Konzept von einem Grundeinkommen, mit ihrem Modell sozusagen dann vor die Wähler treten und um Zustimmung werben. Es ist aber ja nicht zwingend so, dass ein Grundeinkommen teurer ist als heutiges System. Also wenn wir mal von den Beträgen, die es heute bestehen, ausgehen und wir sagen, wir machen das heutige System effizienter, leistungsfähiger und so weiter, dann wäre es ja erstmal günstiger sogar. Also je nach Modell halt. Natürlich. Das hängt ja unter anderem auch davon ab, logischerweise, wie hoch Sie es ansetzen wollen. Klar. Im Grundeinkommen ist ja nur das Minimum definiert, das Existenzminimum, also korrekt. Soziokulturelles Existenzminimum, gesichert ist, wie es von der Verfassung vorgesehen ist. Ja. Und darüber hinaus, aber wenn sie dann höher gehen, dann ist natürlich, die nächste Grenze wäre dann einfach die Akzeptanzgröße Grenze und die Finanzierungsgrenze. Also da ist dann sozusagen der obere Deckel. Ja. Aber wenn wir davon ausgehen, wir haben ein Grundeinkommen, das erstmal nur das Existenzminimum abdeckt, wie von der Verfassung gefordert und vor 2 Jahren ja vom Bundesverfassungsgericht auch so formuliert, dann und wir machen das Verfahren besser, dann ist es ja erstmal günstiger, weil der Verwaltungsaufwand geringer ist. Also mir geht es nur darum, dass ein Grundeinkommen nicht per se teurer ist. Nicht zwingend, sondern das ist die Frage der Ausgestaltung. Es kann auch günstiger sein. Ja. Das hängt ja dem Grundeinkommen leider immer so ein bisschen an, dass es eigentlich immer als unbezahlbar und so weiter dargestellt wird, ist aber nicht zwingend. Ja, ist eine Frage, wie man es ausgestaltet. Klar. Ne? Klar. Und wir sind ja jetzt erstmal auf der Stufe sozusagen, wir haben das System reformiert, es ist wesentlich effizienter, wesentlich effektiver. Und dann ist es erstmal auch günstiger. So, und jetzt kommen wir natürlich zu dem springenden Punkt, dem Thema Anrechnung mit eigenem Einkommen. Mhm. Ja. Technisch ist auch das erstmal Grundeinkommen in nur einer Minute. Mein Untertitel von dem Buch, technisch ist es auch erstmal wieder sehr einfach. Da haben Sie eine Variable,
die ist entweder 50% oder 90% oder wie im heutigen System oder 0%. Das können Sie dann ja entsprechend politisch entscheiden und sagen, Sie schreiben 42 rein, können Sie auch machen. Ja? Mhm. Was auch immer an eine Entscheidung ist, wie die negative Steuer, der Extremfall ist ja immer gar keine Anrechnung zu machen, also sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Das andere Extrem ist, dass überhaupt nichts von dem Geld übrig bleibt, also 100% angerechnet wird. Und dazwischen bewegt man sich ja irgendwo. Mhm. Ja. Und technisch-organisatorisch ist es aber eben nur ein Wert, eine Variable, ja, die einen Prozentwert hat. Klar. Fertig. So, also auch das ist technisch erstmal sehr einfach lösbar. Das ist mir sozusagen der erste Schritt, der erste wichtige Schritt, dass wir das System so machen, dass man diese Entscheidungen sehr einfach treffen kann. Ja? Also dass es, wenn heute die Politik eine Entscheidung trifft, ist das ja, setzt sie auch einen entsprechenden Apparat in die Gänge. Ja? Muss es in die Verwaltung bringen und so weiter. Und mir geht es erstmal darum, dass wir durch die Digitalisierung solche Entscheidungen sehr einfach umsetzen können. Ob sie dann sehr einfach finanziert werden können, ist dann eine ganz andere Baustelle. Ja? Ja. Aber diese Vereinfachung, die hätten wir dann mit der Digitalisierung. Ja? Und da stellt sich nur die politische Frage, was will ich? Wie weit spielt eigenes Einkommen eben noch eine Rolle? Mhm. Ja, also bei einem Grundeinkommen, egal welchen Couleurs, ist ja das Existenzminimum immer erstmal abgesichert. Ja. Ja. Also es gibt Ansätze, das nennen wir dann partielles Grundeinkommen, wenn sozusagen dieses Kriterium nicht voll erfüllt ist. Es gibt ja beispielsweise einen ganz interessanten Vorschlag, der aber immer als Übergang natürlich zu sehen ist, dass man sagt, ja, wir haben ja schon sowas wie ein Existenzminimum-Garantie eingebaut, eben in Form von dem Grundfreibetrag. Also wieso nicht einfach den Grundfreibetrag bar auszahlen und ihn dann am Ende des Jahres irgendwie verrechnen? Das Modell von Götz Werner. Sowas in der Art, ja. Wobei der hat natürlich eine komplette Steuerreform dabei, weil er auf die Ertrags- und Vermögenssteuern komplett verzichtet. Da kommt dann wieder eine andere unnötige Problematik dann noch mit ins Spiel. Also unnötig, wenn ich sie sehen, ist es ein komplett anderer Ansatz halt. Ja. Ja, er agiert nur über eine Konsumsteuer, also das Modell... Also ich sehe das Modell erstmal als eine Steuerreform an, das wäre ein Modell, mit einem sehr interessanten Aspekt. Und weil ihm dann natürlich der Freibetrag ja fehlt. Wenn ich keine Ertragssteuer mehr zahle, keine Einkommens-, keine Lohnsteuer mehr zahlen muss, dann kann ich ja gar keinen Freibetrag mehr geltend machen, dann muss er ihn auszahlen. Ja. Das ist die Quintessenz letztlich, aus welchen Gründen auch immer. Von der Logik her ist es erstmal okay. Ja, genau. Es ist natürlich... sehr starker Umbau des Steuersystems, aber durchaus logisch verständlich, ob man dann natürlich so hohe Konsumsteuern auch durchsetzen kann. Ich wollte gerade sagen, Sie kommen dann in Größenordnungen, die ganze Sache dann eher weniger attraktiv ist. Das kann natürlich das Problem sein, deswegen sagt auch er, es geht nur schrittweise. Auf alle Fälle ist es mal ein interessanter Aspekt. Ja. Aber ist klar, haben Sie recht, es gibt da verschiedene Modelle. Ja. Aber die Frage, aber jedes dieser Modelle deckt das Existenzminimum ab am Ende des Tages. Ja. Das ist sozusagen gesichert und möglichst unkompliziert, ohne langwieriges Verfahren. Es deckt es einfach ab. So. Und jetzt ist eigentlich nur die Frage immer bei den Grundeinkommensmodellen, wie gehe ich mit dem eigenen Einkommen um? Ja. Nehme ich also das Grundeinkommen als Sockelbetrag her, mit 0% Anrechnung, auch typischerweise als bedingungsloses Grundeinkommen bezeichnet, also nehme ich so einen Sockelbetrag, fertig, und jeder kriegt den, ob er Millionär ist oder nicht, oder gehe ich her und in welcher Größenordnung auch immer dann verrechne es mit dem eigenen Einkommen. Ich denke, das ist so eine Schlüsselfrage, die man sich stellen muss. Und was ich... nicht verstehe, ist, warum es notwendig ist, Leute, die über eigenes Einkommen verfügen, unter Umständen auch ein sehr gutes eigenes Einkommen, warum die so eine Kopfpauschale kriegen müssen. Ja, da müssen wir kurz vorher noch mal einhaken.
Sie scheinen so diese Nichtanrechnung von Einkommen gleichzusetzen mit Bedingungslosigkeit des Grundeinkommens. Das ist natürlich nicht der Fall. Das sind zwei Sachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also vielleicht sollte ich da doch mal die vier Punkte, sozusagen offizielles Grundeinkommen definiert ist, nämlich als Grundeinkommen, das ein Einkommen für alle Menschen, das erstens existenzsichernd ist und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, also geht es um die Höhe, zweitens auf einen individuellen Rechtsanspruch besteht, also nicht haushaltsbezogen, sondern eher auf den einzelnen Menschen, drittens ohne Bedürftigkeitsprüfung und viertens ohne Zwang zur Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert wird. Und was wir in dem Zusammenhang, also bedingungslos an sich, gibt es im Universum nichts, jedenfalls nicht auf unserer Welt alles ist, sondern das ist immer relativ zu einem Konzept, der ist in dem Wort belegt. Wenn man von einem bedingungslosen Grundeinkommen spricht, meint man damit die Punkte 3 und 4, nämlich Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung und Verzicht auf eine Verpflichtung zur Arbeit oder Arbeitswilligkeit oder andere Art von Gegner. Nur das ist sozusagen, wird abgekürzt durch diesen Begriff bedingungslos. Also ich denke, Grundeinkommen, da gibt es viele, viele verschiedene Varianten drunter. Und der entscheidende Punkt ist tatsächlich Ihr vierter Punkt, kein Zwang zur Arbeit. Ja. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht 2019 gesagt. Das Existenzminimum muss ohne Gegenleistung zur Verfügung gestellt werden. Ja. Da hat es ja sehr deutlich Stellung bezogen und auch das Thema Sanktionen massiv runtergeschraubt. Da bleibt ja nicht mehr viel übrig davon. Das sehen wir ja auch an den Zahlen jetzt. 2019 gab es noch über 800.000 Sanktionen und letztes Jahr nur noch 173.000. Hat natürlich Corona ein Stück weit eine Rolle gespielt, aber die sind ja massiv runtergefahren worden. Und ich denke mal, dass davon, wenn mit der Rechtsprechung in Zukunft da noch viel weniger übrig bleibt, also das Sanktionsmodell, das wir heute im Hartz-IV-System haben, ist nicht mehr belastbar. Ja, das heißt, es wird, wir müssen da sowieso zum anderen System kommen. Ich sage in meinem Buch, wir brauchen ein Motivationssystem und nicht ein Sanktionssystem. Ja. Das müssen wir entsprechend ändern. Und das geht vor allem darüber, dass vom eigenen Einkommen natürlich mehr übrig bleibt. Ja, dass sich das Arbeiten überhaupt für die Leute auch lohnt. Das ist das Herzstück sicherlich dessen, was an Reform kommen muss. So, in diesem Systemgrundeinkommen ist eben dann noch eben die große Diskussionsfrage, wie weit muss ich das mit dem eigenen Einkommen eben anrechnen? Ja, also dass man es individuell bekommt, auch das denke ich mal wird passieren, fordert übrigens auch die FDP, hat sie seit 2019 hat sie einen entsprechenden Antrag gestellt. Also das ist, denke ich mal, nur eine Frage der Zeit, bis es politisch soweit ist, dass auch das kommt. Ja. Also dieser individuelle Anspruch. Also die Punkte, denke ich mal, Existenzminimum, ohne Zwang zur Gegenleistung, individueller Anspruch, das wird alles kommen. Also vielleicht nochmal zu dem Verfassungsgerichtsurteil. Es ist ja so, dass die nach wie vor Sanktionen, also das heißt wirklich praktisch die Verringerung des Existenzminimums, muss man sich klar machen, ja, was eigentlich für zulässig halten unter bestimmten Bedingungen. Das ist also insofern würde ich das mit Einschränkungen sehen. Das heißt, da wird dann immer auch die Frage, der könnte doch arbeiten, wieso macht der nicht oder so, oder einfach irgendwelche Versäumnisse oder was auch immer. Das kriegt dann so ein erzieherisches, wird so verkauft, so als erzieherische Maßnahme mehr oder weniger, also wo der Staat paternalistisch jetzt mal irgendwie Druck macht und so weiter. Also Verfassungsschutz ist insofern eingeschränkt, dass er im Moment aber sobald der wieder sozusagen gutwillig mitspielt nach euren Regeln, muss das sofort beendet werden, was eben bisher nicht der Fall war. Ja, da war das starr auf 3 Monate, egal was der Betroffene macht und so weiter. Also insofern würde ich mir wünschen, wenn es so wäre, wie Sie es hier schreiben, aber Sie schreiben auch in dem Nachsatz eben noch, dass das nachrangig ist, dass zuerst einmal
Und da kommt die Sache durch die Hintertür wieder rein, wenn das heißt nachrangig von Erwerbsarbeit. Das heißt, solange der irgendwie dem glaubhaft gezeigt wird, hier gibt es einen Job, den kannst du machen, und wenn der aus irgendeinem Grund nicht macht, dann kann das nach wie vor sanktioniert werden. Nee. Also das sind zwei Paar Stiefel. Das eine sind die Sanktionen, die hat das Gericht sehr stark eingeschränkt. Ja. Sowohl in der Höhe wie auch in allen anderen. Man muss es also schon ist aber noch gut begründen. Ja, aber eben in sehr begrenztem Rahmen. Ja. Also deswegen sage ich ja, das jetzige System ist ja darauf ausgelegt, funktioniert der Hartz-IV-Empfänger nicht so, wie sich die Behörde das vorstellt, wird sanktioniert, Punkt. Und das kann sie so einfach nicht mehr machen. Ja. Und vor allem auch nicht bis 90%, maximal ja nur noch 30%, sagt das Gericht. Also das ist sehr stark eingeschränkt. Ja. Das mit der Nachrangigkeit ist eine andere Geschichte. Das geht es genau um die Anrechnung. Nachrangig heißt, wenn einer erwerbstätig ist, also ein Vollerwerbstätig ist, jetzt sage ich mal 3.000 netto hat, dann kriegt er eben nichts. Mhm. Ja, das meint das Gericht mit nachrangig. Okay. Ja, das heißt nur, also da geht es eben genau um die Anrechnung im Verhältnis zum Eigeneinkommen, also zwischen Grundeinkommen, staatlich finanziert, und dem Eigeneinkommen. Das ist genau das Scharnier, über das man eigentlich noch redet. Also gibt es eine Kopfpauschale? Also dann meint das in Ihrem Papier was anderes. Also ich habe halt jetzt in der Kopf diese Urteils- und diese Urteilsbegründung, wo ich einfach nur etwas enttäuscht zur Kenntnis genommen habe. Das ist nach wie vor zulässig, und ich gebe Ihnen recht, also da sind wir auch beieinander sozusagen, dass wir das überwinden und von diesem Sanktionsregime wegkommen, dass das wäre ein weiterer positiver Schritt in eine erwünschte Richtung. Also das ist auf jeden Fall richtig, und von daher wird ja auch, sagen wir mal, das wird als Übergangsszenario zu einem echten Grundeinkommen nach wie vor diskutiert, dass man von dem ausgeht, was man jetzt hat, und dann nacheinander guckt, wie passt es mit der Höhe, sind wir in jedem Fall auch oberhalb vom Existenzminimum, was ja auch nicht unbedingt immer der Fall ist, dann sind wir, wie schaut es mit Sanktionen aus und so weiter und so weiter, wie schaut es mit dem Bedarfsgemeinschaftsding, dass man einen Personenbezug macht, dann würde man Schritt für Schritt tatsächlich diese Punkte erfüllen und würde letztendlich dann irgendwann mal, wenn man Glück hat, mit einem Grundeinkommen rauskommen. Aber ich sehe das Ganze nicht in erster Linie als informationstechnisches Problem. Mhm. Also mal banal gesagt, der Unterschied zwischen der organisatorisch-technische Unterschied zwischen Geld bezahlen und Geld nicht bezahlen, der ist trivial. Ja. Also das ist ein Bit. Also, also da von daher sehe ich das nicht. Wer sitzt jetzt wann, wo? Und gibt jetzt diese Parameter ein, die Sie da sagen und so weiter. Und nächste Woche muss er wieder ändern, und er freut sich, dass er dieses System hat und wiederverwenden kann und den Parameter eben nochmal ändern kann oder so. Also, aber ich sehe den Anwendungsfall noch nicht so richtig vor Augen, wie das eigentlich dann, wie ich mir vorstelle. Da sind wir natürlich jetzt nochmal am Anfang wieder, dass wir die verschiedenen Leistungen in ein System zusammenführen müssen. Okay. Ja. Und eben unter diesem Dach technisch-organisatorisch zusammengeführt werden müssen. Okay. Dass die Daten laufen, also zum Beispiel, dass die Steuerbehörde und die Sozialbehörden zusammen entsprechend Daten austauschen. Okay. Und also dass eben nicht die, wie es so schön heißt, eben nicht die Bürger laufen müssen, sondern die Daten laufen. Also eine und dieselbe Software praktisch für alle und vor allem Steuer- und Transfersachen, was auch immer. Es ist noch gar nicht die einzelne Software, sondern die gleiche Konzeptgrundlage halt überall verwendet wird entsprechend. Mhm. Ne? Genau. So dass wir dann die verschiedenen Modelle realisieren können. Und das ist für mich der Punkt ist, wir können natürlich gerne über die verschiedenen Höhen, also zum Beispiel, wie hoch muss das Existenzminimum sein oder soll es auch noch was drüber sein, kann man ja gerne politisch diskutieren. Mhm. Ja? Ich sehe da gar nicht in erster Linie das Problem Existenzminimum. Aber deswegen, die Diskussion soll nicht verhindern, dass man in ein System Grundeinkommen in die Umsetzung mal geht. Ja. Seit Jahrzehnten diskutiert man verschiedenste Modelle, wie das zu realisieren ist. Mhm. Man kann fast sagen, eben auch vor Jahrhunderte. Und man kommt aber nicht dazu, irgendwo mal anzufangen, in die Umsetzung zu kommen. Ja. Und mir geht es darum, dass wir in die Umsetzung kommen und nicht darauf warten.
ob wir uns jetzt entscheiden, wie hoch das Existenzminimum jetzt wirklich sein soll. Ja, ja. Da würde ich auch gar nicht, ich meine, das ist ja auch praktisch eine gesellschaftliche Entscheidung letztendlich, wo man sagt, okay, was in unserer Gesellschaft, was erwarten wir mindestens, was wie ein Bürger ausgestattet sein muss, damit er zum Beispiel als an der Demokratie teilhaben kann und all diese Dinge. Es geht ja nicht nur um Essen und Wohnung, sondern ne, also das soziokulturelle Leben. Aber davon abkommen würde ich die Frage, wie hoch soll ein Grundeinkommen sein? Soll es wirklich nur das Existenzminimum abdecken oder soll es höher sein? Meine persönliche Favorit wäre zu sagen, ich hätte es gern so hoch wie möglich. Und zwar möglich im Sinne von, wie es noch mehrheitlich akzeptiert wird von den Bürgern, also auch aufgrund der Belastungen, die daraus dann resultieren, und wie es überhaupt finanzierbar ist. Ja. Also sowohl Akzeptanz als auch Finanzierbarkeit spielen da die Obergrenze. Aber in den Rahmen würde ich gerne schon einigermaßen ausschöpfen, weil ich einfach denke, dass die segensreichen Wirkungen sozusagen eher größer wären, weil man redet mal Klartext, es geht ja gar nicht, also das Geld ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Dass Menschen Geld vom Staat bekommen, ist ja jetzt nicht die revolutionäre Idee, die wir da neu erfinden und deshalb würde ich nicht extra morgens aufstehen, um dafür zu werben, sondern es geht um mehr persönliche Freiheit und da sind wir ja voll beim Liberalismus und bei der FDP, deshalb wundert mich das komplett, wieso da nicht viel mehr schon längst gekommen ist in der Richtung. Ja, weil ich weiß nicht, Sie kennen sicher den großen Liberalen Ralf Dahrendorf, der damals seinen Leuten anlässlich Jubiläum von Hans Naumann oder wie heißt der, Naumann-Stiftung, ja, der versammelten FDP-Elite ins Stammbuch geschrieben hat, dass ein Grundeinkommen, und zwar ein echtes, also so wie ich es definiert habe, gehört auf jede politische Agenda des Liberalismus. Und das ist, kann ich voll unterschreiben. Ja, also deshalb wundert mich das, dass Sie da auch in Ihrem eigenen Verein nicht viel mehr Erfolg haben, dass die Ihnen nicht die Bude einrennen. Ja, also einfach, das ist so naheliegend, gerade für eine Partei, die sich dem Liberalismus verschrieben hat, also jetzt eben im positiven Sinne, nicht verengt auf Wirtschaftsliberalismus, sondern Freiheitsrechte für den einzelnen Mensch, für den einzelnen Bürger. Ja. Das gehört dermaßen da rein, dass ich mich wundert, dass da nicht viel mehr kommt aus der Richtung. Ja. Naja, das hat natürlich immer verschiedene Seiten. Also seit 1994 ist ja das Bürgergeld Teil der Programmatik der FDP. Mhm. Also negative Einkommensteuer mit 50% Anrechnung, so die Grundidee. Inzwischen ist es ein bisschen ausdifferenziert, aber von daher ist seit 1994 steht es. Und es gab ja auch 96 dann in der Kohl-Regierung eine entsprechende Kommission, die sich damit auseinandergesetzt hat. Und das Ergebnis der Kommission war ja grob, soll man Schritt für Schritt dann einführen. So. Also auf einen Schlag jedenfalls nicht, sondern Schritt für Schritt. Ja? Ich denke mal, da ist eine relativ große Einigkeit, dass man es nicht schlagartig hinbekommt. Da sind wir auf, bin ich völlig einer Meinung mit Ihnen. Und dann kam ja 98 Rot-Grün. Und die hatten ja ein anderes Konzept, eben das Grundsicherungskonzept des Hartz IV. Und dann ist das nicht mehr zum Tragen gekommen. Ja. Es war ja immer auch eine Kombination, einerseits die Steuerreform und andererseits eben die Sozialreform. Ja. Ja. Und die über das Bürgergeld integriert, zusammengeführt, eben verdiene ich mehr, dann zahle ich Steuern, verdiene ich weniger als das Existenzminimum, dann kriege ich entsprechend Geld. Ja? Und immer entsprechend verrechnet mit meinem eigenen Einkommen. Also das ist eigentlich seit 94 Standard bei der FDP. Mhm. Und die Höhe, das ist halt natürlich immer so zwei Seiten. Denn was ich bei dem einen zahle, muss ich natürlich beim anderen einziehen. Mhm. Ja? Also das heißt, wo ich Freiheit auf der einen Seite gebe, muss ich sie auf der anderen Seite wieder einschränken. Und das ist natürlich hier ein Stück weit ein Spagat. Und jetzt ist natürlich die gute Frage, die Sie damit aber letztlich stellen, wie kommt man eigentlich zum perfekten Grundeinkommen? Mhm. Ja. Und die Frage habe ich mir auch gestellt und die Antwort ist gar nicht so schwierig, weil wir heute die Daten haben und die entsprechenden Supercomputer haben, um sowas ähnlich wie ein Schachprogramm einfach durchzurechnen. Wir können also Millionen von Varianten schlicht durchrechnen
und schauen, was kommt bei welcher Variante raus. Jetzt im Sinne also, von der Simulation? Oder? Richtig, genau. Einfach Simulation. Dass wir es simulieren. Da haben sie natürlich das Problem, dass Simulationen arbeiten ja nach dem Motto Garbage in, Garbage out. Also wenn sie Mist reintun, kriegen sie Mist raus. Aber also sie müssen ja mit Annahmen dann kommen. Ja? Sie müssen ja Annahmen einspeisen. Nee, ja? über die Verhaltensänderungen von Menschen, die sie aufgrund von veränderten Parametern in ihrem System dann erwarten. Ja, aber da gibt es ja entsprechende Auswertungen. Mhm. Da werden ja Daten seit Jahrzehnten entsprechend erhoben. Mhm. Also die sind durchaus belastbar und vorhanden. Ja. Und natürlich ist so ein System ja auch dann in weiterem lernend. Mhm. Ja. Sie stellen durch die Simulation fest, so und so wären die Parameter im Idealfall. Dann setzen Sie das entsprechend um. Und dann können Sie ja sehen, wie die Wirkung ist. Mhm. Und aus der Wirkung können Sie ja Rückschlüsse ziehen, was Sie an Ihrem Simulationsmodell verbessern müssen. Natürlich, keine Simulation ist perfekt, ob das jetzt ein Klimamodell ist oder ein Steuermodell oder eben ein Sozialmodell. Perfekt ist es nie, aber Sie kommen doch schon relativ nahe dran. Sie können dann noch hergehen, da haben Sie recht, Sie können entsprechende Feldstudien machen, ja, was ja passiert. Also Finnland hat so eine Studie gemacht, in Deutschland ist eine entsprechende angelaufen, dass Sie einfach mal ausprobieren, wie wirkt sich das auf die Menschen aus, wie reagieren sie, wenn sie es pauschal bekommen, wenn sie es angerechnet. Wir haben ja schon in den 70er Jahren in Kanada entsprechende Studien, gab es ja, auch USA. Also die Sozialforschung hat da über die Jahrzehnte ganz reichlich Daten gesammelt, sodass man schon belastbar eine Simulation heute machen kann. Sehe ich noch nicht. Also nehmen wir mal das Beispiel jetzt, was sie da in Finnland gemacht haben. Da war eine einzige, ging es ganz offensichtlich um eine einzige Fragestellung, die rauskriegen wollen, nämlich wie ändert sich die Bereitschaft, Erwerbsarbeit aufzunehmen, wenn sozusagen mein Arbeitslosengeld nicht mehr an die Bedingungen geknüpft ist, dass ich arbeite. Ja, und das war mehr oder weniger plus minus null. Also da ist eigentlich kein signifikanter Unterschied festgestellt worden. Unterschiede sind an ganz anderen Stellen festgestellt worden, dass die Leute sich viel wohler gefühlt haben. Und in Dauphin zum Beispiel, dass die Gesundheitsdaten sich enorm verbessert haben. Weil das heißt gar nicht entlang der Fragestellung, die ursprünglich vielleicht die Leute im Sinn gehabt haben. Also da und dann haben sie komplett auch sehr andere Mentalitätsgeschichten natürlich. Ja, ob sie da in den 70er Jahren in den USA einen Test machen, ist natürlich was völlig anderes, als ob sie heutzutage in der Bundesrepublik das machen. Also ich sehe da keine, wenn man da nicht in ein Abenteuer rein will, brauchen wir auf jeden Fall in der Bundesrepublik zeitnah solche Studien, die ganz konkret Fragen formulieren. Wie ändert sich das Arbeitsverhalten? Wie ändert sich das Konsumverhalten? Und ein paar andere Fakten, ja, die man erwartet positiv, weshalb man das überhaupt machen will, ja. Und dann kann man was sagen, aber vorher wäre ich da sehr, sehr zurückhaltend mit irgendwelchen Simulationen. Aber wir wären uns schon einig darüber, dass wir das sozusagen empirisch untersuchen. Auf jeden Fall. Dass wir es versuchen zu simulieren und entsprechend, also dass wir nicht gewissermaßen ins Blaue hineinarbeiten, sondern dass wir uns konkret, jetzt sag ich mal, wissenschaftlich dran machen, das auf belastbare auf jeden Füße Fall. Zu stellen. Und auch, was Sie sagten mit dem so mal eben über Nacht das in voller Schönheit einführen, abenteuerlich. Ich kenne auch niemanden, der das wirklich empfehlen würde. Weil wir reden hier, wir sind hier in einem hochkomplexen System. Ja? Wir wollen mal eben das Wirtschafts- und Sozialsystem von einem führenden Industrieland auf den Kopf stellen. Ja, also ich kann Ihnen auch nicht garantieren, wie das ausgehen würde. Also da wüsste ich schon vorher gern wesentlich mehr, ja, bevor ich mich auf so ein Abenteuer einlassen würde. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ja, also das finde ich, ist jetzt ein super Ergebnis eigentlich, dass wir beide sagen, also keine Abenteuer, sondern mit einer seriösen Untersuchungen, auf jeden Fall. Simulationen und dann halt vorantasten, ja? Ja. Und gucken, sobald das irgendwie was anders rauskommt, und dass man justieren kann, dass man von Fehlern die Lernfähigkeit erhält. Ja. Weil anders kann ich im komplexen System muggling through, ja, also einfach durchwurschteln. Mhm. Eine andere Lösungsvariante gibt es für komplexe Systeme nicht. Ja? Da haben wir nichts Besseres. Mhm. Ja. Ja, genau, also ich denke, da haben wir ein gutes Ergebnis. Ja, auf jeden Fall. Dass wir uns Schritt für Schritt in Richtung eines Grundeinkommens heranarbeiten müssen und das möglichst so gut wie möglich auf einer wissenschaftlichen Basis absichern. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
Gefällt mir. Und ich kann vielleicht noch, ich habe mal nicht alles zusammengeschrieben, aber jetzt mal nur die, ich weiß nicht, ob wir auch die letztendlich die Vision teilen, sozusagen, die, um die es da gehen könnte. Ich habe das mal so Big Picture, ja, für mich. Mhm. Big Picture für mich, was die Grundeinkommensvision, wenn Sie so wollen. Und da gehen wir nicht zum Arzt, weil ohne Vision sind wir im Prinzip tot. Ja? Mhm. Das heißt, es geht nicht anders. Grundeinkommen, das Konzept ist für mich mehr als nur Sozialpolitik. Mhm. Es ist langfristig und weltweit zu denken, ist auch klar. Wir reden jetzt nicht über etwas Deutschland und so weiter. Mhm. Nee, das macht wirklich erst Sinn, wenn das langfristig und sich da dann reinzuträumen, ist ja sowieso nochmal eine Sache für sich, weil das, ob man das überhaupt von der Vorstellungskraft kriegt, wahrscheinlich gar nicht jeder hin. Da bräuchte man im Prinzip Künstler, die das so aufbereiten, dass man wirklich versteht, was da drin steckt. Das ist keine Reform, das ist eine Revolution, ja, die vielleicht in Zeitlupe abläuft, aber trotzdem im Ergebnis dann nicht einfach nur ein Justieren und ein paar Sachen, sondern es ist wirklich wäre eine revolutionäre Änderung und womöglich der Beginn eines neuen Zeitalters, weil diese Ausmaß von persönlicher Freiheit haben in der Vergangenheit nur privilegierte Menschen gehabt. Sich nämlich überlegen zu können, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Die meisten sind einfach in ein Zwangssystem rein und das musst du jetzt machen, du musst deine Miete zahlen können und so weiter und so weiter. Das ist keine Utopie im Übrigen dann, sondern befindet sich ja bereits im experimentellen Stadium. Also das ist bereits im Übergang zu einer Projektform, wenn sie so wollen. Also sie haben ja die Experimente genannt, die lange da sind. Das ist ständig in irgendwelchen Ländern, Städten, Kommunen ständig probieren Leute damit rum. Das heißt, das ist wirklich auf der Tagesordnung und ich denke auch, das verschwindet da nicht mehr. Das ist seit den 70er Jahren mindestens ist es auf der politischen Tagesordnung. Und ich denke, das ist einfach ein spannendes Ding, wenn man sich das wirklich in voller Allgemeinheit vorstellt, dann ist das ein Projekt, wo letztendlich ein Menschheitsprojekt, wo man sagen kann, ja, das könnte Spaß machen, einfach und motivierend sein, sich an sowas zu beteiligen und mitzuhelfen, das voranzubringen. Ja. Also, das wäre so meine Vision. Ja, da sind wir ja aber auch auf einem richtig guten Weg schon. Ja. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren 90% der Bevölkerung arm. Mhm. Heute sind es vielleicht noch 10% Größenordnung. Ja. Also den Weg hat auch ganz wesentlich die Marktwirtschaft eigentlich vorangebracht. Nicht nur jetzt hier in Europa oder in Industrieländern, sondern eben China ist ja zum Beispiel da auch entsprechend nachgezogen. Ja. Und viele anderen Länder, also ich denke mal, da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Mhm. Das, was Sie meinen, ist natürlich noch ein Schritt weiter, dass man sozusagen vom Zwang zu arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ein Stück weit befreit wird. Das wäre sozusagen Ihr Ideal. Das werde ich sicher nicht mehr erleben. Dass wir da hinkommen, da bin ich überzeugt, dass das so schnell nicht geht. Das glaube ich nicht. Also wenn es denn überhaupt sozusagen funktioniert auch, davon abgesehen, so denke ich, da werden wir nicht so schnell hinkommen. Aber dass wir den Einstieg in das Grundeinkommen bekommen, dass wir die Sozialleistungen zusammenführen, dass wir von einem Sanktionssystem zu einem Motivationssystem kommen, dass wir die Ansprüche individualisieren und nicht Bedarfsgemeinschaft und so weiter. Also diese Dinge, die denke ich, das ist so ein Zeitraum vielleicht von 10, 20 Jahren, den wir das eigentlich hinbekommen sollten. Sie und wissen, können. Die Prognosen haben eine Nachteil, dass sie sich auf die Zukunft beziehen. Ja. Genau, das ist immer die Schwierigkeit, aber es ist eine Frage des politischen Willens. Politischen Willens und ich würde auch sagen, wenn ich gucke, sozusagen, was unterscheidet Menschen, die sagen wir, das gut finden, das Konzept und schlecht finden, es scheint wirklich hauptsächlich vom Menschenbild abzuhängen, ob sie eher optimistisch oder positiv und eher ein negatives oder pessimistisches Menschenbild haben. Weil das ist auch gleichzeitig das größte Problem, nicht nur des Grundeinkommens, sondern vielleicht auch des echten Liberalismus, dass sie nämlich, wenn sie den Menschen mehr Freiheit verschaffen wollen, haben sie das Risiko, dass Menschen, die sie nicht mögen, diese Freiheit in einer Weise ausnutzen, die sie ebenfalls nicht mögen. Sehen Sie, also dass dann einer sagt, oh, ich nehme erst die ganze Kohle und mache, was der Geier, saufen mir die Kucke voll oder was. Ja, das kann jemand machen. Die Leute können dann anschließend mit dem Geld was machen, was ich absolut nicht gut finde.
Und das ist aber genau der Witz von Freiheit. Mhm. Weil wenn die alle das so machen, wie ich es gerne hätte, dann haben wir keine Freiheit mehr. Ja? Also das ist sozusagen das Paradox der Freiheit, wenn Sie so wollen. Ja? Und das muss sich jeder überlegen. Will ich das trotzdem? Obwohl da ja heute Leute sind, die Sachen machen, die ich nicht toll finde, und dann auch Leute sind, die noch womöglich mit meinem Geld Sachen machen, die ich nicht gut finde. Also es verschärft sich sozusagen dieses Paradox, wenn Sie so wollen. Mhm. Ja? Und also ich habe für mich entschieden, dass mir das wert ist, weil für mich ist Freiheit an der Stelle doch ein sehr hohes Gut, ja, wo ich durchaus bereit bin zu sagen, okay, wenn dann einer meine sauer verdiente Kohle nimmt und damit irgendwo in Kalifornien die Wellen surft, soll er es machen, in Gottes Namen. Ich bin bereit dafür auch zu zahlen, dass er das machen kann, wenn es sein Lebensinhalt ist, ja, warum nicht, ja. Also diese Art von Knappheitsgesellschaft haben wir zum Glück, haben Sie angesprochen, haben wir ja nicht mehr. Ist ja nicht so, wie es früher war, dass jeder muss mitmachen, damit man irgendwie nicht keine Katastrophe oder keine Hungersnot oder was. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja heute, wir müssten ja fast froh sein, wenn jemand freiwillig auf Erwerbsarbeit verzichtet, dass andere vielleicht etwas mehr arbeiten können, als sie momentan dürfen. Ja, oder so. Mhm. Also das. Und es betrifft nicht nur reiche Länder, sondern es betrifft auch arme Länder, weil sie ja sozusagen diese relativen Arbeitsbegriff haben. Das heißt, es geht ja nicht darum, so und so viel Geld zu haben, es geht darum, genug Geld zu haben, dass ich mich nicht aus finanziellen Gründen ausgegrenzt fühlen muss aus meiner Gemeinschaft. Und das bedeutet in einer Dorfgemeinschaft in Nigeria mit Sicherheit einen anderen Betrag als in München. Mhm. Ja, also deshalb, wenn man das weltweit sehen, muss man immer sagen, nee, nicht die UNO zahlt jedem irgendwie x Dollar, sondern jede Gemeinschaft, jede politische Gemeinschaft legt fest, wie viel muss jeder bei uns mindestens haben, damit er sich zugehörig fühlen kann. Mhm. Weil da kommen wir dann ganz schnell in die Gewaltprävention. Das ist praktisch das sich ausgegrenzt fühlen, ist unter anderem bekannt als der wichtigste Faktor für Gewalt. Ja. Also da kann man nur antworten. Da sind ganz viele Sachen, die da natürlich ebenfalls noch mit betroffen sind, von denen ich und andere auch erwarten, dass sich da positive Entwicklungen einfach ergeben aus dieser grundsätzlichen Sache. Sie sagen Arbeitsmotivation und so weiter, vom Zwang zur Motivation, einverstanden. Aber bei mir gibt es also diesem 4.0 noch ein 5.0, nämlich der Übergang von Motivation zu Freiheit. Mhm. Weil auch Motivation durch den Staat ist im Prinzip ein paternalistischer Ansatz. Ja? Mhm. Jetzt nehme ich dich mal beim Händchen und zeig dir mal, wo es lang geht. So, ne? Nee, mhm. Nein, sondern wenn ich möchte, dass jemand arbeitet, weil er einfach diese Arbeit tun will, weil er sie gern macht, weil er seinen Talenten entspricht, seinen Interessen entspricht oder weil er denkt, das muss gemacht werden und ich bin derjenige, der es macht und kriegt meine soziale Wertschätzung dafür, für das, was ich mache. Ja, dann sind wir auch auf Augenhöhe mit all unseren Mitbürgern, egal welche Arbeit sie machen, weil ich mir immer sagen muss, der macht diese Arbeit, die ich vielleicht gar nicht gern freiwillig machen würde. Der macht sie trotzdem, obwohl er ein Grundeinkommen hat. Und das verdient meine Wertschätzung. Hm. Ja. Hm. Also ich verstehe, was Sie meinen. Ich wäre schon mit etwas weniger zufrieden. Hm. Ich wäre schon damit zufrieden, wenn unser Sozialstaat nicht mit dieser Intensivbürokratie agieren müsste. Wenn Menschen, und unter Motivation meine ich, wenn Menschen mehr von ihrem Eigeneinkommen bleibt, ja, ihnen eben nicht so viel abgezogen wird. Zumindest nicht abgehalten werden durch finanzielle Geschichten, Wenn du heute ins System reingerätst, dann ist es halt sehr schwer, da wieder rauszukommen. Ja. Das ist das Problem. Und der Apparat macht es eigentlich eher schwerer, als dass es leichter macht. Ja. Ja. Das ist das, was mir nicht gefällt. Hm. Ja. Und wo ich sage, das kann man wesentlich besser und wesentlich einfacher machen. Und dieser Umgang, weil Sie Menschenbild sagten, dieser Umgang eines Menschen so als Funktionsapparat zu verstehen, ich drücke auf irgendeine Sanktionstaste und dann funktioniert er schon irgendwie. Ja. Das ist, denke ich mal, eine Vorstellungswelt, die gab es mal vielleicht so 70er Jahre, Fließbandarbeiter und sowas, wo man das so getaktet hatte. Aber selbst in der Industrie ist dieses Modell ja nicht mehr gefragt. Also von daher müssten die Jobcenter eigentlich über diesen Schritt hinauskommen.
Ja. Und dass das Sanktionsmodell hier der Grund entzogen wird, ist, denke ich mal, für die BA, für die Jobcenter, ist es eher ein Schritt in die richtige Richtung, dass sie da entsprechend sich von lösen können und eben in ein Motivationssystem kommen müssen, was wir dann politisch jetzt eben noch begleiten müssen. Ja. Also, ja, Schritt für Schritt, denke ich, kommen wir vorwärts. Und wenn es ein Sozial 5.0 gibt und ein Sozial 6.0 und die Systeme tragfähig sind und funktionieren, dann gerne. Was auch immer wir durch die Simulationen und durch die Schritt und die Studien und so weiter und die schrittweise Entwicklung dann dabei am Ende rauskommt, da sage ich, da bin ich ergebnisoffen. Ja. Ich kann es so auf dem Papier nicht entscheiden. Mhm. Ja. Das kann man nur, indem man es umsetzt, ja, letztlich zur Entscheidung bringen und vorwärts bringen. Und darum geht es mir, dass wir endlich mal vorwärts kommen. Mhm. Ja. Und nicht in endlosen Diskussionen verbleiben, wo jeder denkt, er hätte das ideale System erfunden auf dem Papier und es dann vielleicht in der Realität nicht tragfähig ist. Mhm. Ja. Also mir geht es wirklich um Umsetzen. Und das ist schwierig, wie länger man damit sich beschäftigt, dass man einfach auch diese ursprüngliche Begeisterung sich erhält, ja, dass man sich immer wieder klar macht, was das für ein Riesenprojekt ist, über das wir da reden, letzten Endes, langfristig und global gesehen, ja. Und in dem Moment, wo man das erkennt, wo man sich das klar macht, in dem Moment sieht man die Welt anders, ja, weil sie können das nicht mehr entlernen. Sie haben das im Kopf und das wirkt weiter. Mhm. Plötzlich hören sie die Nachrichten völlig anders. Und da fällt ihnen immer wieder ein, Mensch, wie wäre das eigentlich jetzt, wenn man jetzt ein Grundeinkommen hätte? Ja? Also ich nehme mal Corona oder was, ja. Da merkt man plötzlich, ja, fallen dann plötzlich Sachen ein, die einem vorher nicht eingefallen sind, weil man einfach konditioniert war, dass die Welt so wie sie ist, so quasi naturgesetzlich, da gibt es gar nichts anderes, alternativlos, ja, wie manche vielleicht da immer sagen und so weiter. Und das, allein das zu sagen, nein, es gäbe eine Alternative und die ist vielleicht sogar sehr interessant. Also allein das, denke ich mal, macht schon eine gewisse Flexibilisierung im Denken aus, ja, dass die Leute wieder vielleicht anfangen, über Sachen nachzudenken, wo sie das Denken schon eingestellt hatten, wie sie sagen, ja, jeder in seinem Koffer da oder in seinem Dienst drin ist. Ja, genau. Also da bin ich dabei, gerade Corona hat ja gezeigt, das kann jeden treffen. Ja. Da kannst du noch so gut sein, wenn du gewissermaßen ein Betätigungsverbot bekommst, hilft dir das nicht weiter. Und da ist es halt gut, wenn man unkompliziert, auch von der Bürokratie her, sehr unkompliziert, eben so ein Grundeinkommen bekommen kann. Und wenn, das sichern ja alle Modelle zu, wer kein eigenes Einkommen hat, der wird erstmal abgesichert. Ja, das denke ich mal ist das Wichtigste. Das Zweite ist, dass man leicht wieder rauskommt. Und das Dritte, was Sie sagen, ist, das für jeden zu ermöglichen, der es möchte, im Sinne von, ich kann mich dann frei entscheiden, irgendwas zu machen. Das wäre dann vielleicht tatsächlich ein Schritt 5.0. Aber bis wir da sind, müssen wir erstmal durch 4.0 durch. Okay. Also, wenn Sie meine Unterstützung gebrauchen können, um Ihre Leute zu überzeugen, bin ich gerne dabei. Ja.